Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg. Zock, so hier haben wir unsere sechsgleisige Brücke, ne achtgleisig, 2, 4, 6, achtgleisig, genau. Ja, ich habe mal noch die Gleise aufgemotzt, dass ihr auch schnelle Züge durchfahren könnt, das habt ihr nämlich geschrieben in die Kommentare. Besten Dank dafür, also die können jetzt hier auch mit Tempo durch. Was ich heute machen möchte, ist, dass wir diese Brücke nochmal nutzen und zwar gerne für einen Güterzug. Und ich möchte gleichzeitig, oder zumindest irgendwie irgendwann heute, hier noch eine Strecke durchbauen. Dass wir hier die Durchfahrtsgleise nutzen, die Durchgangsgleise, genau. Züge gehen ja, die fahren ja nicht. Nein, Durchfahrtsgleise natürlich. Jetzt, wie machen wir das am besten? Das können wir dahingehend lösen, dass wir uns hier Lebensmittel gönnen. Mit den Lebensmitteln hier langfahren, dann einmal hier über die Brücke und dann hier nach Zabakuk, damit die Zabakuker auch was zu essen haben. Das ist doch eigentlich eine Idee. Ich würde das gleich mal angehen. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich machen wollte? Im Moment gerade nicht, glaube ich. Irgendwie eine Korrektur oder so? Ne, ich glaube, im Groben stimmt das, was wir hier haben. Gut, dann schauen wir mal. Lebensmittel kriegen wir hier hinten, beziehungsweise hier. Ja, hier bei dem Bahnhof. Gleise hätten wir hier auch schon. Ja, wie machen wir das am besten? Ich habe hier ein bisschen zu sehr eigentlich gespart mit den Gleisen, sehe ich gerade. Das ist ein bisschen Käse. Vielleicht da sogar das eine Depot kappen und dafür irgendwie nochmal Gleis machen. Ja, ich denke, das wäre keine so doofe Idee. Das werde ich mal machen. Sieht zwar irgendwie nett aus mit den Depots, aber ja, wenn wir zu wenig Gleis haben, wenn wir hier gucken, die sind beide belegt, da möchte ich jetzt nicht nochmal irgendwie rein. Das muss nicht sein. Also, du kommst mal weg. Dann kommt das natürlich entsprechend weg. Das brauchen wir so nicht mehr. Ja, die können wir ja lassen, die Weiche. Die stört ja nicht. Und dann werden wir hier mal konfigurieren und ein weiteres Gleis hinzufügen. Eine Plattform haben wir ja, das heißt, wir können hier tatsächlich einfach Gleis ranhängen. Gerne mit Strom. Zack, zack, zack. Und vielleicht hier auch noch, ja, wenn ich sie jetzt finden würde. Ich fand das eigentlich sehr schön mit diesen Gebäuden, so wie wir es in der letzten Staffel gemacht haben, dass diese Güterbahnhöfe noch ein bisschen Gebäude haben. Links und rechts, ja guck mal, das ist doch eigentlich eh schon sowas in der Richtung. Ist ein bisschen zu klein und versinkt, weil es hier nicht eben ist. Soll ich immer noch ganz schnell ebnen? Ich versuche mal, ob ich das eben kriege. Es hat ein bisschen ein Problem dahingehend. Ja, wobei, ich wollte gerade sagen, weil das natürlich hier hochgezogen und runtergedrückt wird, von der Fabrik, vom Bahnhof. Ne, aber das geht, guck mal. Wunderbar. Hier gleich mal auch mal noch das Ganze. Machen wir mal so. Ja, bis an die Straße ran, würde ich sagen. Dann ist das hier ein bisschen flacher, dann können wir hier ein bisschen was hinstellen. Also Assets, hier die Halle. Ja, das sieht doch eh schon besser aus. Sanft drehen. Jawohl, einmal so. Und einmal so. Was haben wir hier noch Schönes? Eine große Halle. Und guck mal, wie die hier reinpasst. Die hat zwar keine Kollision, das sieht man. Oh, aber jetzt muss ich aufpassen. Dann ist natürlich der Feierabend mit noch weiteren Gleisen hier. Also wenn wir noch weitere Lebensmittelsachen machen wollen. Ich stelle dich mal so hier hin, da kriegen wir nochmal ein Gleis hin. Zack, einmal den. Der Baum ist okay. Ist hier noch ein Baum drin? Nein, ist er nicht. Hier ist aber das Ganze ein bisschen versunken. Da können wir nochmal schnell gucken. Wie sieht es aus mit dem, nicht mit dem Mal, mit dem Terrain-Tool. Terrain. Ja, schon haben wir das befreit hier. Ja, ist wieder weg. Ich muss von hierher kommen. So, einmal so. Und einmal so. Und einmal so. Jawohl, dann passt das schon. Bewahren könnte man es jetzt natürlich auch noch. Würde ich dann mal noch machen. Im Moment würde ich es aber lassen. Hier, das lassen wir wegen weiteren Gleisen. Vielleicht hier nochmal ein Depot hin. Und dann haben wir hier einen relativ schönen Güterbahnhof, finde ich. Gut, also jetzt haben wir ein weiteres Gleis. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie wollen wir das machen? Wenn wir hier rausgehen, in die Gleise rein. Die führen uns hier nach hier vorne. Das wäre soweit richtig. Wir müssen aber nicht nach hier vorne. Wir müssen hier hin. Zu diesen Durchfahrtsgleisen hier. Und da hinten wieder raus. Das heißt, entweder in einem großen Bogen hier rüber oder von hier aus mit einer Brücke rüber. Das wäre natürlich auch irgendwie interessant. Wenn wir hier der Brücke sogar folgen. Lass mich mal gucken. Ich schnapp mir mal ein Gleis. Das sehen wir uns mal an. Irgendwie hier folgen. Das würde sogar gehen. Guck mal. Mit der Brücke. Ich würde sagen, das ist soweit gebonkt. Das machen wir doch glatt so. Dann die Kurve. Und dann dort in die Durchfahrtsgleise. Habe ich vorher schon wieder Durchgangsgleise gesagt? Das sind Durchfahrtsgleise, Eisenberg. Würde heißen, wir müssen hier rein. Wisst ihr was? Ich baue das mal. Abreißen können wir es ja jederzeit wieder. Und dann würde das hier nicht mit einem Damm, weil dort haben wir eine Straße. Vielleicht sogar hier an die Straße ran.
Und dann? Ja, dann kommen wir hier wieder nicht mehr rüber. Wir müssen gucken, wie wir das genau machen, dass wir hier hinkommen. Wir starten mal hier hinten, würde ich vorschlagen. Dass wir hier einfach mal rausgehen. Gerne an das Gleis ran. Und dann vielleicht doch hier rein. Und dann hier raus. Ja, es sind dann wieder Ein- und Ausfädelungen natürlich. Aber die sind ja verteilt. Nicht mal hier eine. Nicht mal da eine. Oder wir machen das halt wirklich gleich mal schon mit 4 Gleisen. Wäre natürlich auch eine Idee. Dass wir hier rüber gehen, weil wir müssen auf die Seite. Und hier dann der Straße folgen. Und dann geht es dort in die Brücke rein. Ja. Ja. Das heißt, wir brauchen hier eine Brücke. Wie kriegen wir hier eine Brücke hin auf die Schnelle? Mal gucken. Hier mit Höhe. Ich baue mal. Und sonst kappen wir das halt wieder. Das müsste aber funktionieren. Das müsste doch eine Brücke geben. Wenn wir uns das so ansehen. Die Strecke neigt dazu, eine Brücke zu werden, würde ich sagen. Jawohl. Passt. Sehr gut. Hier mal noch runter. So, und als Brücke. Was Güterzugiges. Sowas. Ja. Da hängt was im Gleis drin, auf beiden Seiten. Das können wir aber korrigieren, vermutlich. Aber hier mit die Brücke, die killt mich jetzt nicht. Ja, da finde ich die relativ... Dann finde ich die massiv besser. Dann finde ich die relativ massiv besser, genau. Ich muss gucken, ob ich da den Pfeiler... Ne, guck mal, der Pfeiler, jetzt ist er weg. Das ist eh die gleiche wie hier. Ja, das passt doch hervorragend. Das ist ein reiner Zufall, aber okay. So, dann irgendwie an das Gleis ran. Das können wir dann mit der Aufschüttung machen. Jetzt muss ich aber gucken. Links, rechts. Ne, ist eigentlich in Ordnung. Wir machen das eh zweigleisig. Dann müssen wir aber auf der anderen Seite anfangen. Würde heißen... Das war hier raus. Ist hier das Gleis noch ein bisschen im Eimer? Ne, das ist ein Darstellungsfehler. Das geht sogar hier. Ist ja wunderbar. Allerdings, man sieht, dann sind wir hier unten. Das würde vielleicht noch irgendwie reizvoll sein, aber bringt uns gerade gar nichts. Machen wir es nochmal. So, jetzt hängt es dran. Da geht es, glaube ich, schon wieder runter. Macht das mal folgendermaßen. So, erst das Gleis haben und dann vielleicht sogar von hier aus in die Weiche rein. Geht nicht, okay, aber von hier aus geht's. Ne, geht auch nicht. Geht das irgendwie automatisch runter? Ja, da komme ich tatsächlich. Ich komme da tatsächlich so nicht ins Gleis. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Wie ist es denn, wenn wir das Ganze auf der Seite machen? Dann schiebt natürlich dort die Brücke nicht. Ja, das geht's immer besser. Schau mal einer an. Okay, müssen wir was anderes machen. Das kommt nochmal weg. Das kommt weg. Sonst noch was? Weg? Nein, alles okay. Gleis. Schön, wie hier die Zuckerwagen gerade schon unterwegs sind. So, und jetzt stimmt es natürlich hier vorne nicht mehr. So, einmal weg. Das kappen wir schnell, das ist kein Problem. Ja, nehmen wir das auch noch weg. So, nehmen dich und hängen dich hier ran. Haben wir ein bisschen Tempo? Ja, das reicht dicke. Ist ja ein Güterzug. Und das funktioniert schon. Wenn ich jetzt hier noch reinkomme, komme ich, dann haben wir das. Sehr gut. Also hier dem Gleis folgen, damit wir es hier viergleisig haben. Hier vorne geht es aber schon wieder weg. Oder können wir später weg? Ja, wir könnten auch hier weg und dann darauf. Ist eigentlich fast schöner, oder nicht? Oder hier der Güterzug durch. Dann hätten wir hier für einen Moment 6 Gleise. Das hat natürlich schon auch einen gewissen Charme. Ja, kommt, wir machen mal die 6 Gleise dort. Hier lang. Einmal hier die Kurve. Und dann kommen wir hier doch problemlos raus. Irgendwie so. Wo müssen wir genau hin? Im Prinzip nach da. Hier müssen wir rein. Ja, das kriegen wir doch hin. Da müssen wir nicht mal mehr über die Straße. So, mal irgendwie so. Wir nehmen das zweite Gleis mit. Das wäre hier hinten. Ja, das gibt... Wie soll ich sagen? Das gibt eine schöne Gegend hier im Sinne dessen, dass hier viele Züge unterwegs sind. Und wenn wir natürlich jetzt von Anfang an schon ein paar Gleise mehr machen, dann ist natürlich klar, dann haben wir hier ordentlich ein ordentliches Zuggefahren später. Das ist die Grundidee des Ganzen. Ja, einmal so. Jetzt mal gucken, wenn ich das Gleis nehme. Das ist genau das Falsche. Ich brauche das linke. Moment. Einmal da rein. Ja, funktioniert doch wunderbar. Stimmt das überhaupt? Richtig angeschlossen? Jawohl. Zack, einmal so. Ach nee, guck mal einer an. Da haben wir doch eben den Bereich. Dann reichen wir den Bagger. Moment, einmal so, einmal so. Da haben wir eine Straße. Das heißt, hier müssten wir dann tatsächlich doch eine Brücke haben. Kann ich das so machen und jetzt ändern? Das müsste eigentlich auch gehen. Eine Brücke. Vielleicht sogar was Modernes.
Ja, gefällt mir mit dem Damm zusammen nicht. Die Brücke komischerweise. Ja, nehmen mal dich und dann dich. Ja, die ist schon fast wieder zu filigran irgendwie. Grün? Nee. Nee, gefällt mir auch nicht. Da haben wir auch wieder keinen Pfeiler. Müssen nur wieder selber einen Pfeiler setzen. Sowas? Ja, fehlt halt auch ein Pfeiler. Schwierig. Wir müssen eine Brücke haben, die irgendwie den Farbton von hier hat. Eine Steinbrücke würde ich jetzt hier, glaube ich, nicht machen. Nee, das macht keinen Sinn. Die hier. Ja, das ist dann die Vorstufe zu der die Brücke dann wird. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja die gleiche, einfach ohne Brocken. Finde ich eigentlich okay. Machen wir so. So, zweites Gleis mitnehmen. Das ist, genau, wollte ich jetzt gerade sagen, im Idealfall das Außen. Da haben wir Glück gehabt. Beziehungsweise gut vorbereitet, würde ich mal behaupten. Damit wir hier nicht dem Gelle-Effekt erliegen. So, einmal hier rüber und jawohl. Dann haben wir das bereits hier. Dann können wir hier zur Kurve ansetzen. Irgendwie auch so. Da kann ich hier noch folgen. Lass mich hier mal andocken. Jawohl, das kann ich sogar. Und komme dann hier rein. Ja, mit einer Brücke. Wie sieht das aus? Das ist doch okay. Statt einem Damm. Oder hier den Damm halt vielleicht doch verwenden. Moment, ich guck mal ganz schnell. Sieht mit dem Damm eigentlich besser aus. Wir machen das mit dem Damm. Oh, aber jetzt muss ich aufpassen. Wir müssen ja nicht hier runter, wir müssen da rein. Das heißt, das müssen wir doch noch ein bisschen anders machen. Irgendwie so vielleicht. So von der Ausrichtung her. Jawohl. Irgendwie so und dann da runter. Ich darf nicht vergessen, das ist tatsächlich noch ein bisschen unterhalb, das Ganze. Das heißt, wir haben hier noch ein Gefälle zu überwinden. Ja, vielleicht geht's auch. Ich schau mal. Doch, das geht problemlos. Jetzt aber schnell die Kontrolle, Durchfahrtsgleise. Das sind eigentlich alle drei. Alle drei sind Durchfahrtsgleise. Dann ist eigentlich egal, wo wir hier reingehen. Gehen wir mal hier rein. Da haben wir schon Strom. Sind die irgendwo oben? Ja, da hat es Oberleitung. Doch. Sehr gut. Zack, einmal so. Dann geht das hier durch. Und dann hier hinten geht das wieder raus. Jetzt haben wir das dritte Gleis auch mal noch. Ich würde das dritte Gleis mal dahingehend mitverwenden. Dass wir eine Weiche haben. So, und in die andere Richtung das gleiche. So, einmal so. Dann kann man hier noch das andere Gleis verwenden. Gut, und jetzt wollen wir zur Brücke runter. Die haben wir da hinten. Da sind Gleise im Weg, sehe ich gerade. Wie machen wir das denn am besten? Oder in das Gleis reingehen. Weil hier fahren wir erst mit einem Zug durch. Das heißt, ja, aber der fährt zweigleisig. Wir können trotzdem eigentlich in die Gleise rein. Das geht schon. Oder wir gehen halt in die rein. Wo müssen wir denn hin? Ja, das wissen wir noch nicht mal genau. Weil Zubakuk, diese schöne Stadt mit dem schönen Namen, die haben ja noch keinen Güterbahnhof. Wie wäre es denn, wenn wir den hier hin machen? Hier ist der Hochbahnhof und hier hinten ist der andere Bahnhof. Wäre natürlich am einfachsten, den hier hinsetzen, dann können wir einfach mit dem Gleis nachher da rein. Das möchte ich aber tatsächlich nicht. Deswegen gucken wir mal schnell. Gebäude, Güterbahnhof. Oh, vielleicht sogar den großen oder so. Den hier. Zubakuk ist jetzt nicht so eine Metropole auf der anderen Seite. Irgendwie hier so am Berg dran, irgendwie dieser Bahnhof. Oder kommt, wir behalten uns den für tatsächlich die großen Städte, für die Metropolen, die wir ja benannt haben. Wir machen das so. Dann machen wir hier aber einen Durchfahrtsbahnhof. Machen mal, wir haben erst zwei Gleise, brauchen wir eigentlich nicht, machen aber die 240. Und wir können hier ja auch nochmal ein paar Gebäude hinsetzen. Irgendwie so, mit dem Gleis irgendwie auf die Höhe. Und dann gucken, dass wir das eben natürlich entsprechend noch anschließen. Wobei, das hängt schon mal an der Straße, hängt schon mal dran. Ein bisschen drehen. Zack, passt. Da haben wir den Güterbahnhof. Hängt an der Straße dran. Da brauchen wir dann aber noch LKWs natürlich. Gut, jetzt haben wir den hier. Das heißt, wie machen wir das? Ich würde hier durch. Ich würde die Gebäude tatsächlich opfern. Würde heißen, wie weit sind wir denn überhaupt jetzt? Ich muss schnell gucken. Hier oben sind wir. Wenn wir in das Gleis reingehen, dann kommen wir hier hinten wieder raus. Dann können wir hier eigentlich ausfädeln vor der Brücke. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir jetzt nicht wieder Gefädel und nochmal Gefädel haben. Was wir natürlich auch machen könnten, wir könnten den anderen Zug, den wir schon haben, auf die Gleise umleiten. Dass die beiden Gleise für die Güterzüge sind, die wir machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Allerdings jetzt hier auch wieder eine Weiche. Ich würde die Gleise dann doch lieber mitziehen und irgendwie gucken, dass wir nach da hinten kommen. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir hier nicht auch einen weichen Klüngel haben.
Ja, wir gehen hier in die Gleise rein. Würde ich sagen, tatsächlich. Gut, das würde heißen, von hier oben kommend. Von wo sind wir kommend? Von hier. Also wenn wir hier lang gehen, im Tunnel und irgendwie hier runter und dann in die Gleise rein. Ich versuche das mal von hierher kommend. Ist eigentlich einfacher. Geht sogar. Okay, dann haben wir einen Tunnel. Jetzt muss ich schnell gucken, wie lang ist dieses Tunnel. Oh, hier haben wir sogar eine Brücke oder eine Aufschütte oder einen Damm. Ja, nee, also wenn, dann wieder dieser braune. Ich finde da einfach den Farbton tatsächlich gelungener. Dann haben wir hier eine Brücke, hier haben wir einen Damm, hier haben wir den großen Bahnhof. Doch, das können wir machen. Ja, das machen wir auch. Ist es das richtige Gleis? Jetzt geht das wieder los. Doch, es ist das rechte. Das linke nehmen wir gerade mal mit. Das rechte nehmen wir gerade mal mit. Das linke war's. Bis nach hier vorne. Mal bis hier hin. Und jetzt hier einfädeln vor der Brücke. Ja, machen wir mal. Haben wir ein Signal hier? Nee, das geht sogar. Fädeln wir hier aus. Das geht dann nicht, aber bis hierhin geht's. Dann haben wir, ich habe geschrieben, achte mal ein bisschen mehr aufs Tempo bei den Weichen. Ja, 200. Wenn wir sagen, für einen Güterzug reicht's. Tatsächlich. So, hier raus geht nicht. Okay, das hat genau die Brücke im Weg. Sagen wir mal so, das vereinfacht das Bauen jetzt auch nicht gerade. Wo bin ich denn hier raus? Da. Irgendwie so. Das möchte nicht. Okay. Der Pfeiler müsste eigentlich verschoben werden. Würde ich meinen. So geht's. Ist das eine vernünftige Weiche? Da kommt gerade sehr schön Zug. Ich sehe es ja nicht. Doch, doch. Das ist eine vernünftige Weiche. Die können wir so tatsächlich machen. So. Einmal hier noch anschließen. Und dann haben wir das doch hier mit der Einfahrt. Mal das noch kurz aktivieren. Sehr gut. Müssen wir mit den Signalen dann gucken. Dann geht es hier über die Brücke und hier oben geht es für uns in die Richtung. Stimmt das? Jawohl, da oben wollen wir durch Städtchen durch. Jawohl, sauber. Die schnell mitnehmen. Ich würde sagen, die Signale, die ändern wir dann. Ja, das stimmt so nicht. Die ändern wir dann tatsächlich, wenn wir hier generell bei den Signalen sind. Da waren wir zu tief unten mit dem Gleis tatsächlich. Oh, das geht jetzt hier aber rauf. Ne, guck mal, das funktioniert. Ich wollte gerade sagen, das bringt natürlich nichts, wenn wir jetzt in den Tunnel reinkommen, wenn wir hier durch wollen. Wir können ja das zuerst machen. Geht das so? So geht's. Kommen wir da rein? Das müsste eigentlich funktionieren. Ein gewisses Gefälle haben wir. Ich wollte noch ein bisschen weiter runter. So, nochmal schnappen. Aha. Dann geht's nicht. Mit einer leichten Kurve geht's. Die könnte man eigentlich auch akzeptieren. Dass hier die Gebäude weg sind, ist klar. Das funktioniert aber trotzdem nicht. Das ist die Steigung zu groß. Wir hätten das trotzdem bauen als Option. Oder wir kappen das halt. Wenn das irgendwie nicht schön mitmachen will. Aber es geht eigentlich. Vier Gebäude werden entfernt. Ich mach's mal so. So, darauf. Haben wir doch tatsächlich schon wieder ein trotzdem bauen. Du musst einfach nur an der Straße andocken, Kollege. Die machen wir trotzdem bauen. Ja, ich meine, das ist doch einfach irgendwie ein Gleis. Das funktioniert so schon. Also, Gleis schnappen. Das wäre das linke. Nachweislich. Jawohl, da komme ich sogar. Nee, das wäre um Gottes Willen. Das wäre das Rechte. Nachweislich. Wenn ich schon von nachweislich rede. So, einmal rüber. Und da. Ja, jetzt sind wir fast ein bisschen zu weit vorne. Dass wir hier reinkommen. Und? Da hat doch tatsächlich schon wieder jemand ein Gebäude hingestellt. Nein, wollen wir nicht. Die Straße lasse ich mal, aber das müssen wir nochmal machen hier. Dass wir hier irgendwie zur Kurve ansetzen. Ich hänge das mal da rein, dann funktioniert es. Allerdings dann huckelt das Ganze hier gewaltig. Nehmen wir mal weg. Ihr kriegt es gleich zurück. Liebes Spiel, liebe KI, lasst jetzt einfach für ein Momentchen das Ganze bitte ruhen dort. Passt, kein Tunnel, gar nichts. Und dann wieder hier rüber. Jawohl, und jetzt aber schnell gucken. Sicher eine Weiche. Und irgendwie eine Brücke rüber vielleicht. Ich würde das nicht mal mit einem Bahnübergang lösen, sondern mit einer Brücke, je nachdem. Gut. Na, das passt doch. Hier auch sehr schön der Bahnübergang. Ein bisschen huckelig für die Fahrzeuge. Kriege ich den nicht besser hin? Nein, nehmen wir nochmal weg. Da werde ich jetzt doch tatsächlich langsam pingelig. Dass wir das irgendwie anders hinkriegen. Kann ich so bauen? Steigung zu groß. Ich mache mal trotzdem bauen.
Das geht. Und wenn ich hier andocke, dann müsste der andere auch okay sein. Ah, ist immer noch huckelig für die Straße. Da müssen wir die Straße wahrscheinlich nochmal abreißen und die nochmal ziehen. Ist aber jetzt nicht so ein Drama. Das kann ja mal huckelig sein. Was haben wir denn hier schon wieder für einen Krach? Ach, der Zug hier, genau. Der in den Hochbahnhof reinfährt. Sehr schön. Gut, haben wir. Jetzt das verbinden. Im Prinzip haben wir ja hier eine Straße. Die müssen doch nicht unbedingt jetzt hier rein. Das machen wir einfacher. Städtische Straße, bitteschön. Also irgendwie, Moment, mit der Kurve wäre noch eine Idee. Irgendwie da reingehen. So, das hier wird gekappt. So, und dann haben sie hier die Kurve, eine relativ fiese. Da müsste man schon auch nochmal schnell, also das ist mir eine zu killermäßige Kurve. Wir werden ganz schnell hier ein Schild uns gönnen. Die haben wir ja auch schon verwendet. Die waren doch relativ in der Nähe, da sind sie doch schon. Hier, Achtung, fiese Kurve. So, einmal den und einmal hier unten nochmal. Fiese Kurve wäre dann in die Richtung. Zack, so, dann sind die Fahrzeuge gewarnt. Da könnte man noch eine 30er-Tafel hinstellen, aber ich glaube, die fahren automatisch langsamer. Ich kenne aber sowas tatsächlich. Ich kenne sowas hier aus der Region. Das Ding heißt Steig. Wenn man die Steig hoch oder runter fährt, hat man tatsächlich auch so Kurven. Und von hier aus eine richtig schöne Sicht auf das Städtchen runter. Auf den See runter vor allem. Gut, im Prinzip haben wir es ja. Haben wir denn hier hinten bei uns eine Weiche? Ja, das ist ja ein Gleis, wo wir rausgehen. Ja, dann haben wir automatisch die Weiche. Gut, dann lasst uns mal eine neue Linie machen. Wäre hier vom Brötchengeber. Mit der Doppel-1 in grün. Dass wir hier das Durchfahrtsgleis nutzen. Das müsste dann eh schon funktionieren. Und hier wollen wir in den Bahnhof rein. Jawohl, klappt. Sehr gut, sogar zweigleisig. Das wäre dann hier für das Städtchen Habakuk. Ne, wie heißt Zabakuk? Zabba? Ich wusste, dass ich immer Habakuk sage. Das war ganz klar. Zabakuk. Nahrungsmittel. Jawohl, und zwar Nahrungsmittel, genau. So, Nahrungs... Stimmt das so? Doch, das stimmt so. Zabakuk Nahrungsmittel. Okay, dann wollen wir doch mal schnell gucken, wie das mit den Signalen aussieht. Ich nehme mal die Linie hier raus. Das wir nur die hier haben. Wo starten wir denn? Hier hinten starten wir. Signal, aha, ja, hier ist es auch nicht zweigleisig tatsächlich. Nehmen wir mal. Ach, wegen den Zwergsignalen, genau, da muss ich auch nochmal gucken, ob ihr da schon was geschrieben habt. Ist das nicht eh ein Zwergsignal? Ne, das ist so eine Komponente tatsächlich. Da könnt ihr uns natürlich auch mal einarbeiten. Aber man könnte noch so vieles. Das ist halt schon, es ist halt Transportfieber 2, da kannst du endlos viele Sachen machen. Ja, das ist doch ein cooles Signal. Stimmt das denn überhaupt? Ne, ich bin völlig falsch. Hier oben sind wir. Sag einmal den und schon wird es zweigleisig. Dann haben wir hier auf der Brücke bitte das Signal. Hier geht es ja gar nicht ins andere Gleis rein. Genau. Das heißt, wir können hier natürlich unsere eigenen Blöcke setzen. Und das machen wir auch mal. Da haben wir eine Straße bzw. einen Bahnübergang. Dann machen wir das so. Mit genug Abstand. Hier hätten wir gerne noch einen Block. Dann geht das hier rauf. Dann hätten wir hier gerne was. Einmal hier rüber. Warum nicht sogar auf der Brücke noch Signale? Einmal hier runter und dann geht es dort durch den Bahnhof durch. Okay, hier haben wir das wieder. Dann machen wir den so. Sehr gut. Einmal durch den Bahnhof durch. Dann hier vorne. Ja, machen wir nach dem Tunnel ein. Und hier ebenfalls nach dem Tunnel. Dann geht es hier auf die Brücke rauf und hier unten fädeln wir ein. Das heißt, wir brauchen das Signal hier und wir brauchen es, zack, ungefähr hier. Wenn wir hier so gucken, was ist das hier, ein Depot? Ne, ja doch, das ist ein Depotgleis. Das sehen wir von hier, oder sehen wir hier. Genau, von hier oben hier runter, das war ja diese riesen Einfahrt fürs Depot tatsächlich. Also das müssen wir hier nicht im Auge behalten, aber das hier. Dass wir hier was haben und hier noch. Okay, das würde heißen... Das kann gehen, das kann gehen. Und jetzt setze ich es doch wieder hier hin. Ja. Oder vor. Ich würde es eher, oder ich würde hier nochmal was machen. Und hier tatsächlich. Weil wir können auf der Brücke keine Signale setzen. Dann haben wir dort welche, hier stimmt. Hier stimmt es auch. Dann haben wir das. Und jetzt nach der Brücke noch schnell gucken. Da haben wir ein Signal, ist okay. Brauche ich noch hier eins und sagen wir mal hier eins. Dann ist das hier wieder obsolet.
Das kann weg. Da vorne haben wir eins. Dann haben wir hier eins. Ist richtig so. Und in die Richtung. Machen wir hier wieder vor der Stadt das Ganze. Und dann passt das eh. Dann hier nochmal bei der Weiche. Und hier gerne nochmal hier. Gut, dann haben wir die Signale. Wir haben eigentlich alles. Beziehungsweise, was uns natürlich noch fehlt, ist das Wichtigste, nämlich unser Zug, der Nahrungsmittel transportiert. Und hinten in Zabakuk logischerweise dann die LKWs noch. Ein Depot. Hier hätten wir eins. Das wird wahrscheinlich schwierig, hier in die Gleise reinzukommen. Und hier fehlt mir auch noch was. Hier müsste irgendwie noch ein bisschen Industrie oder etwas sein, wenn wir hier schon so einen Industriekomplex haben, dass hier noch ein paar hohe Gebäude sind. Sollen wir schnell gucken. Ich weiß ja tatsächlich nicht, ob ich die geladen habe. Diese Industriedinger. Diese riesigen. Nee, gefällt mir nicht. Ist nicht, was ich suche. Hier haben wir was. Oh. Ja, das ist doch eigentlich eh schon gerade. Das ist doch eh schon, was ich möchte. Einmal den und dann irgendwie noch anders bemalen. Dass das hier irgendwie nicht so nackig ist. So, irgendwie so. Das sind irgendwelche Lager, würde ich mal behaupten. Und dann mit dem Maltool vielleicht ein bisschen Asphalt. Machen wir noch ein P dahinter. Dann haben wir hier Asphalt hell. Nicht maximale Stärke, sondern irgendwie plus minus etwa so. Dass wir das hier bemalen. Ja, das ist doch eh schon okay. So, da haben wir da ein bisschen Gras drin. Ich drücke mal noch Shift, dann müsste das gehen. Jawohl. Jetzt habe ich hier ein bisschen rüber gekleckert. Das ist in Ordnung. So, einmal so, einmal so. Da können wir noch einen Baum raufstellen. Aus Gekleckere gibt es einen Baum. So, dann haben wir hier Asphalt. Sehr gut. Hier ein paar Bäumchen. Dann sieht man aber das hier wieder nicht mehr. Das gefällt mir dann irgendwie auch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir von hier herkommen und hier Bäume sind, dann sehen wir das nicht. Vielleicht nochmal ein Gebäude. Nochmal ein Gebäude hier hin. Und dann aber nochmal bemalen. Ich würde mal sagen, machen wir nach und nach. Weil ich möchte eigentlich den Zug natürlich noch kaufen. Ja, und vor allem das Depot haben wir immer noch nicht. Kriege ich hier hinten? Nee, da kriege ich kein Depot hin. Weil das ein Kopfbahnhof ist. Und hier möchte ich kein Depot hinstellen, weil wir vielleicht hier tatsächlich nochmal ein Gleis brauchen, zusätzliches. Dann würde ich es anders machen. Wie sieht es denn aus mit dem Depot hier? Nicht ideal. Weil, logisch, hier haben wir Höhe. Wenn wir es hier vorne hin machen, hier haben wir auch nochmal ein Gebäude. Wir machen das hier hin und fahren zurück zum Bahnhof, würde ich vorschlagen. Gebäude, Le Depot. Ja. Oh, ich habe diese alten immer noch nicht. Irgendwie sowas. Das ist doch einfach ein sehr schönes Zugdepot, wie ich finde. Wir machen das so. Nee, nicht rauf. Das wollte ich gar nicht. Gehe wieder runter. Aber einmal sanft eindrehen. Zack. Einmal so. Gleis gerne in alt. Und dann hier irgendwie raus. Das funktioniert eigentlich. Ja, da kommen wir doch ins Depot rein. Jawohl, kommen wir auch. Dann hier mit einer schönen Weiche. Da rein. Auch sehr schön. Jawohl, dazu ein Signal. Mir fehlen immer noch meine Zwerge. Ich muss mal gucken. Jemand hat noch geschrieben, die SBB-Zwergsignale. Die hammert. Guck mal, die sind hier. SBB-Zwerg. Aber das ist die falsche Seite. Weil in der Schweiz halt tatsächlich Linksverkehr ist. Aber die gehen ja auch. Also das ist, das funktioniert tatsächlich auch. Dann muss ich den noch aktivieren. Und dann können wir mal gucken. Angeschlossen haben wir es. Ich gucke mal schnell auf die Uhr. Ja, wisst ihr was? Den Zug, den kaufen wir mit Sicherheit jetzt noch. Dann gucken wir schnell, wie er rausfährt. Was haben wir hier für Lokomotiven? Vielleicht sogar sowas. Die habe ich noch neu aktiviert. Das sind doch schöne. Oh, das sind sehr schöne Teile. Baureihe 116 der DB. Mhm. Oder vielleicht doch die andere Farbe, die hier. Baureihe ES DRG. Gefällt mir extrem gut. Machen wir. Power hat sie auch ein bisschen. Jawohl. Kaufen wir mal. Dann Cargo, Lebensmitteltransport. Und hatten jetzt vielleicht nicht wieder die Zuckerwagen nehmen, die haben wir schon. Hier haben wir die Kühlwagen. 80. Haben wir viel Strecke, die wir mitnutzen? Im Prinzip. Nö, im Prinzip nur über die Brücke rüber. Aber das ist mir dann doch. Es ist mir zu langsam. Wir haben auch schnellere Sachen. Jawohl, hier zum Beispiel 100 oder die hier. Oh, das ist natürlich auch sehr nett. Mit 100 km/h mit denen rüberbrettern. Machen wir. Bisschen unterschiedliche Farben. Gerne ein bisschen eine gewisse Länge. Wir haben vernünftige Bahnhöfe. Da sind wir immer noch bei gut. Dann sind wir bei 171 Metern. Passt. Ich würde hier sogar zwei machen. Ich habe gesagt, wir werden ein bisschen mehr Züge auf die Gleise setzen wie in der letzten Staffel. Wenn wir Probleme kriegen, müssen wir die bearbeiten.
Zabakuk Nahrungsmittel haben wir hier. Jawohl, da höre ich einen Plupp und da kommt auch schon der Zug raus. Oh, schön mit Licht. Ist natürlich kein Licht, ist klar, aber es wirkt halt wie Licht. Ja, schöne Lokomotive. Sehr speziell, alt. Gefällt mir eh schon. Hier mit diesen, das sind ja keine Kalkkübelwagen, aber sehen ein bisschen so aus, finde ich. Schöner Zug, jawohl, genau so bitte. Hat ein bisschen was Evil-mäßiges hier mit den gelben Lichtern. So ein bisschen zumindest schon. So, der andere kommt auch raus. Ich würde sagen, wir steigen mal noch kurz ein. So, dann sehen wir die Lok mal noch von nahem. Oh ja, das ist eigentlich auch mehr als okay. Das passt doch wunderbar. Cool, sollen wir mal kurz in den Führerstand rein, dass wir den noch gesehen haben. Ja, die Holzklasse. Sieht aber okay aus, ist halt nicht scharf aufgelöst, das Ganze. Aber aus einer gewissen Distanz funktioniert schon mal. So, das ist dann unsere Position morgen plus minus, wenn wir hier mitfahren. Durch den Durchfahrtsbahnhof in Dortmund und dann natürlich auch über die 8. Die achtgleisige Brücke. Jetzt fällt mir gerade ein, irgendeinen Titel habe ich mal noch falsch geschrieben. Oh, schön hier. Irgendeinen Videotitel, da habe ich geschrieben über die sechsgleisige Brücke. Das werde ich gleich mal noch jetzt ändern, weil das ist keine sechsgleisige Brücke, das ist tatsächlich eine achtgleisige. Das werde ich noch ändern. Gut, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und dann hoffe, wir sehen uns morgen wieder, dann werden wir hier einsteigen und mitfahren. Danke fürs Zusehen, bis dann. Tschüss.